Unser jetziger Gast, der hat einen sehr hohen Anspruch, denn er sagt über sich und über sein Unternehmen, wir schaffen personalisiertes Marketing, keinen Spam. Und das über einen Kanal, der persönlicher nicht sein kann, nämlich über WhatsApp. Wie er über diesen Kanal relevante und persönliche Kundenkommunikation kreiert, das wird er uns jetzt erzählen. Wir freuen uns auf Christopher Schubert, Sales Director von Charles. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Dann überlasse ich dir die Bühne und wir sprechen uns später danach wieder. Vielen Dank. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, euch heute einmal Charles vorstellen zu dürfen und wie gerade schon anmoderiert, vor allem nicht über Spam zu reden, sondern vor allem über persönliches Marketing oder beziehungsweise über Personalisierung zu sprechen. Denn ich glaube, das ist etwas, was uns alle als Unternehmerinnen oder Unternehmer begleitet, beziehungsweise vor allem natürlich die Unternehmen selbst als Anspruch haben, immer personalisierte Werbung ausspielen zu wollen und das halt zu tun. Aber wie sieht das ganz oft aus? Das ist natürlich vor allem, dass das quasi darin endet in dem Bild, was wir hier quasi, glaube ich, ganz gut exemplarisch sehen. Ich glaube, das kennen wir alle, ja. Wir müssen uns quasi einloggen zu der E-Mail. Wir müssen ins Postfach gehen, das bestätigen. Wir müssen wieder zurückgehen. Dabei gibt es quasi viel komfortablere Wege und Möglichkeiten, wie wir quasi unseren Kunden erreichen können. Und das natürlich datenschutzkonform über den Kanal WhatsApp. Und ich glaube, wenn wir vor allem uns in dem europäischen Umfeld einmal umsehen, um auch so ein bisschen so Messenger-Landscape, dann haben wir halt die höchste Akzeptanz von den Nutzerinnen und Nutzer in Europa, was halt den Kanal WhatsApp betrifft. Und hier natürlich eine unheimliche Kraft, den Kunden zu erreichen, das ganze Thema Personalisierung deutlich höher zu drehen und natürlich vor allem aber auch den Customer Lifetime Value zu treiben. Denn ich glaube, auch das ist etwas, mit dem viele Unternehmen konfrontiert sind, bei steigenden Kundenakquisitionskosten, diese halt zu balancieren beziehungsweise auch zu diversifizieren. Und da natürlich einen Kanal zu haben, der, wie gerade schon erwähnt, einen höheren Customer Lifetime Value, aber vor allem auch das Thema Retention in den Vordergrund stellt, das möchte ich euch heute vor allem zeigen und welche Kraft und welche Power WhatsApp da hat und welche Möglichkeiten wir als Charles dort bieten. Vielleicht einmal generell so ein bisschen zu den Möglichkeiten. Ich möchte mich heute vor allem fokussieren auf das Thema Marketing und Commerce und dann vor allem in der Verbindung über die Journeys. Zu all den Beispielen komme ich gleich nochmal, um da auch konkrete Beispiele zu zeigen. Natürlich ist über all dem natürlich auch möglich oder darunter liegen immer das Thema Service, dass ich quasi meinem Kunden helfen kann, dass ich eine Frage beantworten kann, dass ich einen Grad der Automatisierung habe. Aber wir wollen uns ja auch vor allem auch über einen Mehrwert unterhalten, den der Kanal bietet und nicht nur quasi einfach random eine Frage zu beantworten, sondern eben auch, wie gesagt, diesen Mehrwert herauszustellen und vor allem halt, wie gesagt, wie ich das genau machen kann und welchen Mehrwert das quasi bietet. Wenn wir mal mit dem Thema Marketing beginnen, ist das quasi so, dass ich vielleicht erstmal ganz holistisch hier sagen muss, wie wir quasi vorgehen, auch in den strategischen Einzelheiten, wenn wir quasi Kunden begleiten. Denn bei uns ist es nicht nur so, dass es irgendwie einen Zugang zur Software geht und dann kann ich quasi loslegen, sondern wir uns wirklich auch Gedanken machen von Tag 1, wie wir das Ganze eben strategisch angehen, nämlich wo ist der beste Ort, um einen Abonnentenaufbau zu haben, wie bilde ich am besten oder meine beste Audience, wie segmentiere ich die am besten, welche Integrationsmöglichkeiten habe ich an der Stelle auch, wie kreiere ich eine Kampagne, was sind auch Kampagneninhalte, die gut funktionieren und am Ende des Tages möchte ich die natürlich auch tracken und auswerten und auch hier haben wir viele Möglichkeiten. Aber lasst uns vielleicht einmal reinspringen in etwas Konkretes, um das mal so ein bisschen anfassbarer zu haben. Ich glaube, das Sign-up-Pop-up, das kennen wir alle. Ja? Wir haben also, wie wir dazu sagen, als Chat-In-Möglichkeiten haben wir ganz viel unterschiedliche Möglichkeiten. Das geht los, wie gesagt, von einem Sign-up-Pop-up, von einem Exit-Intent, von einer Thank-You-Page, von einer Add-to-Chat, von aber auch dem klassischen QR-Code, den wir ja durch Covid mittlerweile irgendwie alle kennen und auch durch alle Altersgruppen hinweg, der mich am Ende des Tages in den Chat führen kann. Und das habe ich vorhin schon ganz kurz erwähnt, dass ich jetzt nicht meine E-Mail-Adresse eintrage, ins Postfach gehe, bestätige und wieder zurückgehe, sondern quasi ganz einfach und ganz seamless vor allem, ich hier auf diesen Call to Action klicke, sich automatisiert WhatsApp öffnet mit einer vorgefertigten Nachricht. Das ist das Schöne daran. Das heißt, auch hier trage ich meine Telefonnummer nicht ein, sondern mit diesem speziellen sogenannten WAMI-Link, der dahinter liegt, also ein WhatsApp-Me-Link,
den ich an jedem Touchpoint auch unterschiedlich konfigurieren kann und der mir eine unterschiedliche Nachricht ausspielt, triggert diese Nachricht. Das heißt, der Kunde muss nur noch auf Senden drücken und das war's. Danach triggert der Opt-in-Flow. Über 90% an der Stelle bestätigen hier und geben somit ihren Double Opt-in. Der Timestamp wandert GDPR-compliant ins Tool über und wir haben den Subscriber. Und aus dieser Subscriber-Base kann ich jetzt quasi meine Audience kreieren und wie gesagt hier mit unterschiedlichen Möglichkeiten, abhängig von der Integrationstiefe. Und dann eben dieser Audience den WhatsApp-Newsletter ausspielen, der in der Regel aus drei Elementen besteht. Das heißt, es ist ein Media-File, da ist ein Text und da ist ein Button. Und hinter dem Button, wie auch gerade schon ganz kurz erwähnt, habe ich jetzt eben die Möglichkeit zu sagen, ich tracke das Ganze beispielsweise in der Integration mit Google Analytics, sodass ich natürlich auch weiß, nicht nur wer hat das empfangen, wer hat das geöffnet, sondern eben natürlich auch die Conversion Rate, die Click-Through Rates, der Revenue per Recipient und all diese Dinge habe ich jetzt eben hier auf der Kampagne. Also das vielleicht einmal, wie so ein Marketing-Case im Einfachen aussehen kann und wie ich eben von dem Opt-in bis hin zum Send-out komme, um das mal ganz einfach erstmal zu zeigen. Ich zeige nachher noch ein paar andere Beispiele dazu. In dem zweiten Fall, und das ist eben der Commerce-Part, den ich euch nochmal zeigen möchte, geht es darum, dass wir natürlich auch Integration haben in die unterschiedlichsten Shop-Systeme, sei es Shopify, Shopware, wie auch immer. Wir sind dort komplett shop-agnostisch, wenn es darum geht. Und hier macht das natürlich vor allem Sinn, wenn ich hochpreisige Produkte habe, die in der Regel natürlich auch einhergehen mit einer gewissen Komplexibilität eines Produktes. Das heißt, sie sind beratungsintensiv. Ne, das bedeutet, für gewöhnlich haben Kunden dann mehrere Fragen, bevor sie etwas kaufen oder wollen vielleicht nochmal anrufen, schreiben nochmal eine E-Mail oder gehen vielleicht nochmal im Store vorbei. Um das etwas zu verkürzen, habe ich euch mal das Beispiel von Woodboom mitgebracht, der das in einer Art Concierge-Service orchestriert. Das heißt, einmal guckt, okay, wo habe ich meine höchste Cancellation Rate? Das war eben auf der Product Detail Page. Dort hat er eben diesen Button implementiert, Ask und Order via WhatsApp. Das heißt, die Kunden haben quasi nur auf dieses Symbol dort geklickt, was ihr quasi unter dem Add to Cart seht, sind automatisch in den Chat gekommen mit dieser vorgefertigten Nachricht. Und der Misha, also der Gründer von Woodboom, konnte eben den Sales Cycle von 2 bis 4 Wochen auf 2 bis 4 Tage reduzieren, also quasi extreme Beschleunigung, extrem Abkürzen des Ganzen, weil es natürlich nicht im Ping-Pong hinterherging, sondern ich konnte halt relativ schnell mein Anliegen klären. Ich konnte eben ein Bild schicken, ich konnte auch ein Video schicken, ich konnte ein Bild vom Raum machen. Wie gesagt, all diese Dinge konnte ich eben relativ zügig über das Messaging-Format handeln und somit eben dann auch sehr schnell zu einem Abschluss kommen. Und ihr seht hier auch die Zahl mit einer 30-prozentigen In-Chat-Conversion. Dann macht das Ganze eben auch Spaß. Wie gesagt, vor allem natürlich, wenn ich so einen hochpreisigen Warenkorb habe, sodass ich natürlich auch hier oder sodass sich das Ganze am Ende des Tages auch lohnt. Das heißt, das sind meistens so Empfehlungen quasi von 500 Euro und aufwärts, weil ich natürlich oder die Automation nur bis zu einem gewissen Grad arbeiten lassen kann und ab einem gewissen Grad übernimmt eben der Agent. Und dass das eben auch harmonisiert und dass das eben am Ende des Tages auch profitabel ist, sollte es eben so sein, dass ich einen gewissen Warenkorbwert habe. Das Ganze, und das ist eben das Schöne über den Chatout, den ich gerade schon kurz erwähnt habe, ist, dass ich quasi dann das Bett oder den fertig vorgefertigten Warenkorb-Link in WhatsApp direkt sende. Und der Kunde quasi jetzt nur noch in WhatsApp auf Chatout drückt und dann direkt in dem Chat, also nicht direkt, sondern quasi wird auf den Checkout weitergeleitet der Seite, aber eben mit meinem persönlich zusammengestellten Warenkorb inklusive quasi schon der Discounts, auch meiner Adresse, die schon hinterlegt ist, sodass ich quasi nur noch eins tun muss, nämlich im Idealfall oder wie in den meisten Fällen, zumindest in den Online-Shops, bei denen wir das sehen, im Express-Checkout bezahlen. Das heißt, je nachdem, was ich dort anbiete, ihr seht jetzt hier ein paar Beispiele, Apple Pay, PayPal, Google Pay, und somit eben auch dann ja mit wenigen Klicks quasi durch bin. Nachdem ich dann bezahlt habe, bekomme ich in WhatsApp automatisiert eine Order Confirmation. Und sobald das Produkt quasi auf dem Weg zu mir ist, bekomme ich eben dann auch diese Tracking Notifications direkt in WhatsApp, wo sich mein Paket befindet, direkt mit dem Link, aber eben auch mit der Sendungsverfolgungsnummer. Das heißt auch hier, sodass der Kunde quasi immer up to date ist, was mit seinem Paket passiert. Das ist im Übrigen auch eine Möglichkeit, die ich in einem Marketing-Case anwenden kann, sodass ich auf der Thank-You-Page generell dieses Widget implementieren kann und immer meine Tracking-Notifications über WhatsApp erhalte. Und das ist natürlich ein extremer Convenience-Faktor, den wir hier haben
Und wir sehen quasi, dass bei einer hohen Anzahl an Kunden das genutzt wird, weil eben das extrem, wie gesagt, extrem ja komfortabel ist und ich halt einen großen Mehrwert habe, weil es eben direkt in meinen Messages ist und halt nicht irgendwo im E-Mail-Postfach, sodass ich das suchen muss. Die beiden Use Cases werden vor allem vereint durch die Journeys. Und das ist eben das Schöne daran, dass ich im Hintergrund einen großen Grad automatisieren kann. Das heißt, sowohl in dem Marketing Case als auch in dem Commerce Case kann ich quasi vorqualifizierte Strecken bauen. Und diese vorqualifizierten Strecken geben mir natürlich die Möglichkeit, über unterschiedliche Bäume, aber eben auch über unterschiedliche Trigger, die Dinge quasi auslösen zu lassen. Das heißt, ich kann quasi auch auf gewisse Shop-Trigger reagieren. Das heißt, sei es eine Order-Confirmation, sei es irgendwie eine Shipping-Note, was natürlich ein extrem schöner Faktor ist, ist vor allem, wenn wir über das Thema Post-Purchase sprechen, zu dem ich euch gleich nochmal ein Beispiel zeige, dann auch von PULA, der sehr, sehr erfolgreich funktioniert, sodass ich eben, wie gesagt, einmal diese Shop-basierten Trigger anwenden kann, aber eben auch gewisse Event-Based-Trigger, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Tools wie zum Beispiel Klaviyo zusammenarbeite, dass ich sagen kann, okay, ich habe jetzt hier vielleicht einen Abandoned Card oder ich habe quasi irgendetwas anderes, wo ich normalerweise auf dem Event quasi eine E-Mail triggere, könnte ich eben das auch hiermit einfügen über quasi diesen REST-Trigger und kann von dort eben auch eine WhatsApp triggern, was natürlich vor allem, wenn wir jetzt mal bei dem Thema hier sind, als Beispiel von diesem Restock, dass quasi wieder Ware verfügbar ist, habe ich halt eine extrem hohe Conversion Rate, die ich ja sowieso schon habe bei der E-Mail, aber nochmal um das, ja, um ein Vielfaches erhöhe, wenn ich das Ganze über WhatsApp mache. Das heißt, nochmal zusammengefasst, also die Journeys gibt mir halt viele Möglichkeiten, sowohl auf der Marketing-Seite Dinge zu initiieren, aber auch auf der Service-Seite, ich sag mal, Dinge abzufragen, auch in einem Opt-in-Flow vielleicht nochmal nach einem Geschlecht, nach einem Alter, nach einer Präferenz zu fragen. Ganz beliebt zum Beispiel bei Beauty-Brands ist das Thema Skincare-Advisor. Das heißt, so dass ich das Profil, was ich sowieso schon im Hintergrund habe und über die Telefonnummer identifiziert habe, kann ich hier nochmal schön anreichern lassen, indem es quasi über Skincare-Routinen geht, wo es über Hauttypen geht. Und da kann ich eben, wie gesagt, das Produkt anreichern lassen, sodass ich quasi Tags attribuieren oder halt direkt in Custom Properties transformieren lassen, sodass ich diese natürlich nochmal gezielter vor allem bei Kampagnen verwenden kann, um die natürlich so Conversion optimiert ausspielen zu können wie nur möglich. Denn, und dazu komme ich auch nochmal gleich, wenn es um WhatsApp geht, haben wahrscheinlich auch schon der eine oder andere gehört, dass damit Kosten einhergehen. Und deswegen ist eben die Segmentierung so extrem wichtig und zentral, ja, so dass ich quasi auch immer sage, die Segmentierung ist quasi King in WhatsApp, weil das muss eben schon zielgerichtet ausgesteuert werden, das Ganze. Auf der Seite, und da haben wir mittlerweile jetzt viele Erfahrungen schon sammeln dürfen, durch eine hohe Anzahl an, die wir mittlerweile Kunden nennen dürfen, welche Arten von Content funktioniert eigentlich gut? Und hier haben wir ganz unterschiedliche Arten, je nachdem, was man natürlich auch, was ist der Kunde, was ist die Kundin, was ist so ein bisschen die Zielgruppe auch, wo möchte ich hin, wo ist meine Kundin, was wird gekauft. Sehen wir aber, dass zum Beispiel so Promotion, Early Access, exklusive Produkte, Challenges, das sind halt Dinge, die extrem gut funktionieren. Und sicherlich, das ist nur hier ein kleiner Snippet von den Dingen, die extrem gut funktionieren. Es gibt noch viel, viel mehr, wie gesagt, je nachdem, wie divers auch das Unternehmen ist. Aber das ist erstmal so ein bisschen von der Success Library, wie vorhin schon kurz erwähnt. Das hört quasi nicht nur mit dem Zugang des Tools oder der Solution auf, sondern es geht vor allem dann im Success Management weiter, das Ganze eben auch erfolgreich zu machen und als nächsten großen Revenue Treiber diesen Kanal zu etablieren. Dimensionen, die ich dabei berücksichtigen muss, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denn natürlich haben viele auch recht, wenn sie sagen, das ist ein sehr, sehr persönlicher Kanal und das möchte vielleicht auch nicht jeder. Also stimme ich erstmal total zu, aber deswegen gibt es ja Gott sei Dank die Form des Opt-ins. Das heißt, ich kann wählen, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Auf jeden Fall, wenn ich mich dazu entschlossen habe, dass ich das möchte, sollte ich als Unternehmen vor allem auch berücksichtigen, die Frequenz des Sendouts nicht zu überzustrapazieren. Das heißt, irgendwie jeden Tag einen Sendout zu machen. Es sei denn, ich versende zum Beispiel irgendwelche Gym-Programme oder dergleichen und der Kunde möchte das jeden Tag erhalten, dann kann ich das natürlich tun, aber für gewöhnlich sollte ich eben die Frequenz entsprechend anpassen, sodass ich das einmal in der Woche oder
zweimal im Monat versende, also eine wirklich geringe Frequenz im Send-out, um einfach hochrelevant zu bleiben. Es sollte einfach von der Tonalität sein. Das heißt, auch hier muss ich mir Gedanken machen, auch hier gemeinsam wieder an der Seite auch des Success Managers auf unserer Seite, wo wir eben auch genau diese Consulting-Themen ansprechen. Wofür steht der Kanal WhatsApp eigentlich und was ist der Unterschied zur E-Mail? Denn darüber muss ich mir auch im Klaren sein. Ich brauche die Unterscheidung von beiden Kanälen. Es geht nicht darum, dass ich quasi meinen E-Mail-Content jetzt einfach in WhatsApp ausspiele und das funktioniert genauso gut oder das funktioniert besser, sondern es geht darum, wirklich das Ganze zu diversifizieren auf der Kanalebene und dann sich aber auch eben Gedanken darüber zu machen, wofür steht der Kanal und was ist hier anders eben auch von der Art des Contents oder auch von der Tonalität, wo dann nämlich eben schon bei dem dritten Punkt sind. Das heißt eben short, playful, interactive. Was meine ich an der Stelle? Das heißt, ihr seht schon auch links bei dem Content, dass dort quasi Button implementiert sind. Das heißt, das Engagement auf diesen Button ist halt enorm hoch. Und hier erreichen wir quasi einen extrem hohe Click-Through-Rate an der Stelle, weil natürlich es einfach ein sehr neuer Channel ist und das Engagement einfach extrem hoch ist und dass die Kunden sehr, sehr wertschätzen. Und wenn ich quasi diese Dinge berücksichtige, dann habe ich eben eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass ich quasi nicht die Lottozahlen hier unten, sondern eben diese Marketing-ROIs auch erzielen kann, die wir zum Beispiel mit unseren Kunden erzielen und damit natürlich vor allem sehr schnell, wenn ich teilweise schon bei dem ersten Send-out schon direkt auch profitabel sind. Machen wir mal einen Doppelklick vor allem in die Kampagnen rein, zu den Marketing-ROIs, die ich gerade erwähnt habe. Dann geht es darum, vielleicht mal jetzt an dem konkreten Beispiel festgemacht von Snox, kennt, glaube ich, jeder von uns. Die haben in der letzten Geburtstagskampagne, die sie versendet haben, an über 40.000 das Ganze versendet, haben über 200.000 Euro an Umsatz generiert mit der Audience. Ihr seht schon im Revenue per Recipient, das sind 5,23 Euro, das ist ein extrem hoher Wert. Wenn wir den Durchschnittsbon quasi mal ins Verhältnis setzen. Ihr seht aber auch, und jetzt komme ich wieder zu dem Punkt, den ich vorhin schon kurz angesprochen habe, ich habe auch Kosten per Send-Out. Und wenn ich die jetzt einfach mal mit den rund 20 Cent annehme, wie das hier in dem Beispiel ist, dann sollte quasi der Send-Out entsprechend segmentiert und entsprechend gut optimiert sein. Weil ich möchte natürlich das Ganze nicht an Menschen ausspielen, die das gar nicht interessiert, die das beim letzten Mal vielleicht auch nicht geöffnet haben, die darauf nicht geklickt haben, die vielleicht aber auch gestern schon gekauft haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie nochmal kaufen, liegt bei 1%. Warum soll ich diese also mit in die Audience aufnehmen? Und deswegen brauche ich eben diese vielfältige Möglichkeit, segmentieren zu können, sowohl auf, ich sag mal, die einfachen Dinge, wie ich habe gelesen, ich habe geöffnet, ich habe geklickt. Ja, das ist noch so für mich die einfache Ebene. Aber dann vor allem auf der erweiterten Ebene, wie zum Beispiel eben, dass ich auf diese ganzen Purchase Behaviors gehe. Wer hat letzte Woche gekauft oder wer hat schon gekauft? Was gibt es vielleicht für Vorlieben an Produkten, die gekauft werden? Dass ich diese Möglichkeiten habe in der Segmentierung oder eben aber auch, dass ich auf diese Events reagiere, die dann vielleicht in der Abfolge auch dann mit der E-Mail harmonisieren. Darauf kommt es eben in WhatsApp an und das ist nochmal ganz klar gesagt Key-Element und zentraler Kern des Ganzen, wie ich mich quasi abgrenzen muss hier und wie ich den Kanal aufstellen muss, sodass ich am Ende des Tages das Ganze wirklich gezielt ausspiele und nicht mit der Gießkanne vorgehe, weil ansonsten passieren nämlich zwei Dinge. Das eine ist, ich quasi nerve meine Kunden und wir haben ja vorhin schon, glaube ich, festgestellt, einmal, ist ein sehr privater Kanal und dementsprechend sollte ich eben auch nur das ausspielen an diejenigen, die es interessiert. Und auf der anderen Seite spare ich natürlich Kosten. Das heißt, ich erhöhe meine Effizienz in dem Ausspielen des Ganzen. Und deswegen nochmal, ist die Segmentierung einfach so zentral als Element, wenn ich WhatsApp nutze. In dem nächsten Beispiel, wenn wir nochmal auf die Journeys eingehen und wie das auch beispielsweise ein Unternehmen wie Purelay tut, dann ist hier erstmal festzuhalten, dass sehr erfreulich ist, dass quasi Purelay mittlerweile auch die Million geknackt hat in quasi unter einem Jahr. Das heißt, über 1 Million Euro an Revenue generiert über den Kanal WhatsApp. Auch hier sehen wir einfach wieder die Relevanz des Kanals. Und das ist quasi nicht nur etwas, was im Kleinen funktioniert und was auf der Service-Seite funktioniert, sondern vor allem eben auch auf der Skalierbarkeit, wenn ich das eben in meinen Marketing-Mix mit integriere und eben gemeinsam mit uns quasi eine Strategie macht, wo wollen wir hin und was wollen wir erreichen. Und dann habe ich eben auch genau diese Möglichkeiten, diese Dinge hier zu aktivieren.
Einer der schon vorhin kurz genannten Erfolgsthemen auch bei Purelay ist das Thema Post-Purchase-Flow. Das heißt, wenn ich eben gekauft habe, gibt es mit entsprechenden Waiting-Notes dann einen entsprechenden Trigger auch nach einer entsprechenden Zeit, sodass quasi der nächste Purchase wieder getriggert wird. Stichwort Retention, ja, ist, glaube ich, etwas, was auch hier uns wieder oder was komplett den E-Commerce beschäftigt an der Stelle. Entweder bin ich im ersten Purchase noch nicht profitabel und deswegen muss ich auf den zweiten Purchase gehen, oder aber eben der zweite Purchase ist dann eben der noch größere und noch lukrativere für mich. Und von daher ist, glaube ich, das Thema Retention als allgemeines und zentrales Element zu sehen, wo ich eben mit WhatsApp halt einen enormen, enormen Hebel habe und vor allem jetzt hier eben in der Möglichkeit, über die Journeys das Ganze zu automatisieren, auch über Waiting Notes, dann eben zeitverzögert das Ganze auszuspielen, denn ich kenne natürlich relativ gut meinen Kunden. Wann macht er den ersten Purchase? Wann würde er tendenziell den zweiten machen in der Regel? Und das eben auch einstellen zu können und automatisieren zu können, ist, glaube ich, etwas, was ja extrem relevant ist und hochspannend ist, weil, wie gesagt, die Automatisierung im Hintergrund läuft, ich das quasi einmal vom Setup einstelle und am Ende des Tages halt ja sehr, sehr hoch profitieren kann von den ganzen Sendouts, aber das natürlich am Bulk-Sendout etwas niedrig frequentierter, jetzt in dem Beispiel hier, wenn es um quasi Shops geht, dann natürlich entsprechend auf die zeitliche Achse gesehen, die dann hier relevant wird. Und ansonsten würde ich mich gerne freuen, wenn ihr alle, ja, ihr habt wahrscheinlich irgendwo euer Telefon rechts oder links neben euch liegen, vielleicht auch in der Hand, scannt doch gern einmal den QR-Code hier und kommt vielleicht einmal direkt in den Chat rein und testet das Ganze selbst. Ich glaube, das ist immer am besten, wenn man das einmal selbst testet und sich mal durch WhatsApp klickt. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal getan hat, aber bitte ja, feel free und probiert das einmal aus, weil ich glaube, das ist immer das, was am meisten Sinn macht, irgendwie das Ganze selbst zu testen und einmal durch diesen Flow zu gehen. Ich warte vielleicht mal ein, zwei Sekunden und lasse nochmal den QR-Code kurz eingeblendet hier. Ihr könnt ansonsten auch, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert hat, gerne nochmal ein zweites Mal scannen und nochmal absenden und dann gerne einmal durch den Flow gehen. Und ansonsten würde ich sagen an der Stelle, ich gehe jetzt einmal weiter. Und wie das eben ist, it's better to have a conversation in life as in commerce, würde ich mich gerne jetzt natürlich freuen, auch auf eure Fragen, die ihr habt zu dem Thema. Und ja, gerne an die Audience oder auch an die Moderation einmal zurück Fragen. Ansonsten auch gerne natürlich scannen und über LinkedIn fragen, falls irgendjemand schüchtern ist an der Stelle. Aber wie gesagt, fragt gerne. Vielen lieben Dank, Christopher. Das waren ja sehr beeindruckende Zahlen, muss man sagen. Also die Kampagne von Snox, also wirklich Hut ab. Der Return on Invest war sehr beachtlich. Wir haben eine Frage von Florian. Der fragt sich zum Chat-Out, so wie du ihn genannt hast, sind das die Optionen aus meinem klassischen Checkout oder ist hier ein neuer PSP dazwischen geschaltet? Das ist quasi die noch klassische Variante deines klassischen Checkouts. Das heißt, wir machen quasi mit der Integration eine sogenannte Draft Order möglich, sodass wir den personalisierten Warenkorb übergeben. Diejenigen, die Shopify nutzen, die können theoretisch den Warenkorb-Link kopieren. In anderen Shop-Systemen wie Shopware, WooCommerce, Presta etc. ist das nicht möglich oder halt auch andere wie Salesforce oder SAP. Das heißt, wir machen diese Draft-Order möglich, um diesen persönlichen Warenkorb zu übergeben, um halt direkt dort zu landen. Aber nochmal, der Checkout findet bei dem Unternehmen statt. Das Schöne ist aber, dass jetzt perspektivisch zum Ende des Jahres, zumindest laut Meta, eine sogenannte Extension möglich ist, sodass sich quasi so ein kleines Fenster in WhatsApp aufgibt, in dem ich kaufen kann. Und das wird dann nochmal ein bisschen spannender. Aber ich hoffe, das beantwortet erstmal die Frage. Also der Checkout findet bei dem Unternehmen klassisch statt, aber mit diesen persönlich zusammengestellten Produkten und Discounts. Ansonsten, wenn es noch weitere Fragen geht, Florian, dann wende dich doch direkt über LinkedIn nochmal an Christopher. Wir haben eine weitere Frage. Wie lang dauert normalerweise ein Customer Onboarding? Gute Frage.
Es ist, also wir haben die Möglichkeit, das in wenigen Stunden zu tun. Das hängt immer von, ich sag mal, wie schnell möchte der Kunde live gehen. Also nochmal, wenige Stunden, wenn er das irgendwie sehr schnell tun möchte. Eine große Voraussetzung ist immer, dass das Business Facebook verified ist, weil das natürlich so ein bisschen als Mutter im Hintergrund das Ganze auch zum Thema Autorisierung braucht, so ein bisschen als Plattform. Und wenn das gegeben ist, wie gesagt, können wir in quasi wenigen Stunden online sein. In der Regel machen wir uns aber eben gemeinsam mit dem Kunden auch im Onboarding Gedanken über die strategischen Themen, die ich vorhin schon kurz ausgeführt habe und erwähnt habe. Und ja, somit sind wir dann halt in der Regel auch, wenn wir das getan haben, in 1 bis 2 Wochen live. Aber nochmal, der Kunde sitzt da immer so ein bisschen im Fahrersitz und wir richten uns dann auch nach dem Kunden, wie schnell oder wann möchte er oder sie live gehen. Okay, vielen Dank. Es gibt eine weitere Frage und zwar von Andrea. Sie möchte wissen, gibt es Conversion Benchmarks Newsletter versus WhatsApp? Genau, also gar nicht, worauf wir uns, also das Thema Conversion Rate, ja, messen wir auch. Das heißt, wir schauen uns aber vor allem den Revenue per Recipient an. Das ist so ein bisschen der Maß oder die Maßeinheit, woran wir uns orientieren. Das heißt, wenn wir auch jetzt mal, ihr habt jetzt das Beispiel von Snox gesehen, wenn wir jetzt mal nur über unseren Average sprechen, dann reden wir quasi über das Jahr 2022. Von 1,85 €, den wir erzielen im Revenue per Recipient, jetzt über das ganze Jahr hinweg als Durchschnitt. Und der ist eben von Quartal zu Quartal steigend, weil natürlich mit jeder weiteren Möglichkeit, die wir entwickeln, hinsichtlich quasi Segmentierungsmöglichkeiten, haben wir auch wieder hier Möglichkeiten, den zu steigern. Und deswegen ist das gar nicht so sehr auf die Conversion Rate gesehen, ne, die momentan quasi in Richtung quasi 4% liegt, sondern eher auf dem Bereich quasi Revenue per Recipient, weil ich möchte natürlich auch in dem Verhältnis sagen, hey, ich habe Kosten auf der einen Seite, also ähnlich wie bei meinem CPC, und was ist auf der anderen Seite dann eben im Return rausgekommen. Wir nennen das übrigens quasi ROCs, also Revenue on Campaign Sendout, in dem Verhältnis, wie ich normalerweise einen ROAS dann messe. Dann, was ich mich gefragt habe, für welche Unternehmen bietet sich der WhatsApp-Newsletter oder Conversational Commerce in dem Fall an? Sind das eher Händler mit bestimmten Warensegmenten? Das war jetzt, ihr hattet Snox dabei, aber auch der Möbelhändler mit sehr hochpreisigen Produkten, wahrscheinlich einer relativ langen Customer Journey, obwohl du sagtest, die wurde dadurch deutlich verkürzt. Oder bietet sich vielleicht auch für Nicht-E-Commerce-Händler an? Was sind da so eure Erfahrungen? Ja, also die Erfahrung ist vor allem natürlich in dem Bereich, wenn ich quasi also einem B2C oder D2C-Business bin, dann vor allem, aber wir sehen natürlich auch jetzt in einem Segment wie zum Beispiel B2B kommen immer mehr Kunden auf uns zu, die von dem Ganzen Gebrauch machen, die das eben für sich entdecken, weil am Ende des Tages geht es ja auch um einen Kundenbedarf, den ich decken möchte, indem ich quasi auch Nachrichten orchestrieren möchte. Vor allem, also deswegen ist quasi auch das möglich. Aber schwerpunktmäßig, was ist vor allem der allergrößte Mehrwert, weil wir natürlich hier auch über Marketingaktivitäten, über Segmentierung sprechen, ist natürlich ein großer Benefit, wenn ich quasi ein physisches Produkt habe und das verkaufe. Das heißt vor allem natürlich E-Commerce-Händler, Retail-Händler oder eben auch hybride Händler, die quasi beides anbieten. Indem ich quasi auch diese Marketing-Automation voll ausspielen kann in der ganzen Vielfalt, in der ganzen Power, in der ganzen Durchdringung, um dann eben auch diesen Mehrwert zu generieren, den ich skizziert habe. Und dann gibt es quasi auch gar keine Hürden hinsichtlich, ich darf irgendwie oder ich muss mindestens 30 € als Warenkorb haben oder das darf auch nur bis 200 € gehen, sondern das kann auch sehr divers sein. Wie gesagt, auch hier gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Anwendungsfälle, wie ich das Ganze nutzen kann. Nochmal, Key und zentrales Element ist die Segmentierung. Sonst ist es halt relativ schwer, nachhaltig auch Erfolg zu zeigen. Sonst kann mal irgendwie eine Kampagne gut sein und die nächste Kampagne ist wieder so ein bisschen Zufall. Deswegen ist das so das Wichtige und wie gesagt, auf der E-Commerce-Seite so ein bisschen so, dass im Kern, wo das Ganze im Idealfall angesiedelt ist, aber nicht unmöglich auf der B2B-Seite auch anzuwenden. Wie wichtig ist denn Content? Du sprichst von Kampagnen und es geht um Sales, aber wie wichtig ist denn das Thema Content oder vielleicht auch Exklusivität, also sowas, was über den Abverkauf hinausgeht? Ist es ein Thema überhaupt?
Das ist ein Thema. Ich muss Content allerdings, also wenn ich jetzt rein nur über Content spreche, muss ich das auf jeden Fall sehr clever angehen, denn ich kann leider nicht wie bei der E-Mail einfach sagen, na, ich mache jetzt vielleicht mal zwei Newsletter, die einfach nur contentbasiert sind, indem dass ich vielleicht nur eine Anleitung gebe, wie ich etwas tue, sondern eine Empfehlung von unserer Seite, wie Content auch gut konvertieren kann, ist, dass ich in meinem ersten Newsletter beispielsweise Content ausspiele zu einem Thema A und in meinem zweiten Newsletter, weil ich sehe Interaktionsraten auch des Newsletters etc., dann nur an die Audience das ausspiele, für die es relevant war. Und diese incentiviere ich quasi jetzt noch im zweiten Schritt, um dann natürlich nochmal extrem von der Conversion Rate zu profitieren, weil die vorher schon mit dem Content in Berührung waren bzw. sich interessiert haben, werden natürlich bei einem Incentive nochmal deutlich mehr und deutlich zu einem höheren Anteil kaufen. Weshalb ich so ein bisschen so eine abgestimmte Strategie auch verfolgen muss, wenn ich Content ausspiele. Weil nochmal, ich muss berücksichtigen, jeder Standort kostet mich Geld. Und deswegen sollte das so ein bisschen zielführend sein oder am Ende des Tages natürlich auch etwas transaktionaler getrieben von den Möglichkeiten her. Verstehe. Wir haben noch eine Frage, die ein bisschen praktischer ist. Welche sind die verfügbaren Integrations? Ist Charles schon mit Klaviyo integriert? Sagt dir das was? Das sagt mir zufällig was, ja. Genau, mit Klaviyo sind wir integriert. Das heißt, das ist natürlich das Schöne vor allem mittlerweile, dass ich eben genau auf diese Event-Based-Trigger reagieren kann. Ich sag mal, von den Event aus oder den Events auskommen, die Klaviyo triggern kann. Ich hatte vorhin die Beispiele genannt, sei es Abandoned Card, sei es aber auch irgendwie Back-in-Stock-Notifications. Dann kann ich hier eben WhatsApp als zentrales Element nochmal mit dazwischen schalten und natürlich nochmal eine deutlich, deutlich höhere Conversion Rate erzielen, als sie nochmal sowieso schon bei der E-Mail ist, gerade wenn irgendwas back in stock ist, weil dafür interessiere ich mich ja, kann ich hier aber nochmal das Ganze ja deutlich erhöhen über den Kanal und deswegen ja, Integration da und halt viele, viele Möglichkeiten und Anwendungsfälle, die das mit sich bringt und bietet. Vielen Dank. Du hast es immer mal wieder gesagt, WhatsApp ist ein sehr persönliches Medium. Es ja, kommt direkt in unseren Chat-Kanal, wo ansonsten unsere Familie und unsere Freunde sind. Welche Auswirkungen hat das, jetzt hänge ich kurz, muss ich ganz ehrlich sagen, wie viele Newsletter oder wie viele verschiedene Marken würde eine Person abonnieren? Was seht ihr da? Ist da die Grenze nach oben unendlich oder sagt er ja, die meisten Leute abonnieren maximal 5 Kanäle, weil sonst wird es ihnen zu werbelastig in ihrem Eingang. Ja, das Schöne ist ja, dass man Newsletter auch in WhatsApp, ich sag mal, über diese Archivfunktion ja auch so ein bisschen ja kategorisieren kann, möchte ich fast sagen. Aber wir haben natürlich noch nicht diese Langzeit, ich will jetzt gar nicht Studien nennen, aber diese Langzeiterfahrung, sodass wir halt schon jetzt sagen können, ab 3 oder bis 5 und danach ist quasi Schluss. Ich denke, das wird sich über die Zeit zeigen. Das, was wir hier auf jeden Fall sehen, ist, dass Kunden vor allem mit ihren Brands, wo sie sagen, hier sehen sie einen Mehrwert. Und ich hatte es vorhin schon kurz gesagt, bei den Arten von Content oder auch wie ich mich im Kanal aufstellen muss. Das ist vor allem als zentrales Element, sich wieder zu besinnen, wenn ich auf einen Kanal gehe, wofür steht der Kanal für mich als Unternehmen eigentlich? Und wie kann ich mich auch gegenüber dem Kunden differenzieren, mit welchem Content und mit welchem Inhalt ich quasi Dinge ausspiele? Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste und wo wir halt eine extrem gute Guidance geben können, wie gesagt, von der vielen Anzahl mittlerweile an Kunden, die wir dort haben. Und aber wie gesagt, nochmal, um die konkrete Frage zu beantworten, es gibt noch keine Tendenz, die ich dort nennen kann, außer halt, dass es ein enormes Potenzial noch gibt. Also ich glaube, viele Unternehmen sind auch Stand heute immer noch sehr, sehr weit vor der Welle. Aber dass sich Conversational Commerce durchsetzt, ist, glaube ich, zweifelsohne, weil vor allem natürlich das Investment in quasi Public Traffic immer teurer wird, vorhin schon Stichwort Customer Acquisition Cost genannt und deswegen halt dieser Shift in Private Traffic halt immer wertvoller wird und ich dort einfach handeln muss und halt auch nicht so viel Zeit verlieren sollte, weil andere Unternehmen schlafen da halt nicht und deswegen gilt es halt, sich auch dort sehr schnell zu bewegen.
Wie wichtig ist es denn, eine vertrauenswürdige oder eine starke Marke zu haben, um die Leute überhaupt dazu zu bekommen, dass sie den Kanal abonnieren? Weil das macht man doch wahrscheinlich auch nicht mit jeder dahergelaufenen Marke, die einem mal so ja im Internet unterkommt. Genau, es ist, glaube ich, so ein bisschen einhergehend zu dem Thema, was wir auch gerade hatten hinsichtlich des Contents, also wofür steht der Kanal, aber sowohl auch auf der Markenseite ist es natürlich auch vertrauenserweckender, wenn ich auch diesen, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch von Unternehmen schon kennt, mit denen ihr vielleicht schon auf WhatsApp kommuniziert, sofern ihr das überhaupt schon tut. Aber es gibt quasi diesen grünen Haken, also ähnlich wie bei Twitter halt diese blaue Bubble, gibt es bei WhatsApp quasi diese grüne Bubble. Und die ist natürlich nochmal, okay, hier gibt es quasi ein Unternehmen, das ist sehr vertrauenswürdig, es gibt quasi, ne, ist quasi auch autorisiert. Aber ansonsten ist dem, also kann man das, glaube ich, gar nicht so eindeutig beantworten. Denn wenn ich eine Lieblingsmarke habe, dann habe ich ja eine Lieblingsmarke aufgrund quasi spezieller Dinge, weil ich quasi die Styles gut finde, weil quasi die Marke hält, was sie verspricht und deswegen quasi ich mich zu der Marke gebunden fühle und deswegen aber eben jetzt auch das Ganze auf WhatsApp haben möchte. Also ich glaube, da kommt es eben wieder sehr stark darauf an, wie die Marke kommuniziert und eben aber auch, wie die Marke mit meinem Vertrauen umgeht. Das heißt, ich habe jetzt ja der Marke das Vertrauen geschenkt, dass ich quasi in WhatsApp sein darf und geht die Marke eben auch gut mit diesem Vertrauen um. Ne? Und da, dementsprechend hat es der Kunde auf der anderen Seite auch sehr leicht, sich quasi auszuoppen. Ja, das heißt, mit Trigger Words, die ich definieren kann, wie zum Beispiel einfach gesagt Stopp, dann bin ich da wieder raus. Das kommt im Übrigen sehr, sehr selten vor, dass sich Kunden ausoppen. Also manchmal ist unsere Vorstellung viel größer von dem, dass es ein privater Kanal ist, zu dem, was wir halt in den Erfahrungswerten sehen. Aber nochmal, ich sollte damit dennoch sehr behutsam umgehen, weil nochmal, wir sind immer noch auf der persönlichen Ebene. Und deswegen auch hier, wir auf der strategischen Seite, wir versuchen das Ganze immer sehr gezielt und sehr bedacht ausspielen, also auszuspielen und halt jetzt nicht so sehr in einem Bulk-Send-out zu sehen, sodass quasi jeden Tag 100.000 Menschen approached werden, aber definitiv die Möglichkeit hätten. Und auch hier nochmal, die Segmentierung ist am Ende des Tages dann das Maßgebliche. Guter Hinweis. Was mich noch interessieren würde, eine letzte kurze Frage, die du vielleicht mit einer Zahl beantworten kannst. Was ist denn der größte Kanal, den ihr betreibt? Also die Marke, die die meisten Follower, Fans, Abonnenten hat? Also wenn du quasi über Subscriber sprichst in WhatsApp, ja? Ja. Dann ist das wahrscheinlich schwer zu sagen. Also das ist von, also ich weiß die Zahlen nicht aus dem Kopf, aber wenn ich jetzt mal so über Top 5 spreche, dann ist wahrscheinlich irgendwo zwischen den beiden Marken, die ihr gesehen habt, hier Snox, Puley, About You, Mediamarkt und einer italienischen Brand, Baro Cosmetics, da ist schon sehr, sehr viel, weil wir auch schon sehr lange zusammenarbeiten und somit eben auch uns schon strategisch entsprechend in die Richtung entwickelt haben, viel Subscriber zu haben. Und in welchem Bereich bewegen wir uns da? Kannst du da eine Hausnummer nennen? Sechsstellig. Okay, da können wir uns selber ausrechnen, wie viel das ist. Vielen Dank für diesen spannenden Vortrag. Es kamen viele Fragen, viele Kommentare. Also ist offensichtlich sehr gut angekommen da draußen. Und spannend, also beziehungsweise wir haben das Thema absolut auf dem Schirm, denn im April kommt dazu unser Executive Briefing, W&V Executive Briefing zum Thema Conversational Commerce, sollten wir nochmal drüber sprechen, Christopher, denn wir sehen das auch, dass das ein absolutes Zukunftsthema ist. Ich verabschiede dich damit, sage vielen, vielen Dank für die spannenden Insights und wünsche dir noch einen schönen Nachmittag. Danke, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Danke.